Genau zuhören, wo die Fachleute Sorgen haben, darüber diskutieren und zusammen an einer Lösung arbeiten. Das wollte der Bundestagsabgeordnete Stefan Stracke in Kaufbeuren. Er hatte das Gespräch mit dem Allgäuer Aktionsbündnis Pflege im Aufbruch gesucht. Zu dem Bündnis haben sich mehrere Pflegeheime zusammengeschlossen. Am meisten für Gesprächsstoff sorgte das Thema Behandlungspflege, also die medizinische Pflege wie Blutdruck messen, Sonden reinigen oder auch Verbände wechseln. Denn diese Arbeiten nehmen mittlerweile, so das Aktionsbündnis, rund 30% des gesamten Pflegeaufwands ein. Die Gründe? Zum einen kommen neue Bewohner immer später ins Heim, was die Aufenthaltsdauer ohne Krankheiten reduziert. Zum anderen werden die Menschen immer älter, was wiederum mehr Krankheiten mit sich bringt. Und als dritter Grund kommen die Krankenhäuser ins Spiel. Die Verweildauer in den Krankenhäusern ist immer kürzer geworden und die Nachsorge, die früher in den Krankenhäusern stattgefunden hat, hat sich auf die stationären Pflegeeinrichtungen und natürlich auch auf die häusliche Pflege verlagert. In der häuslichen Pflege ist es so, dass die behandlungspflegerische Versorgung über die Krankenkassen abgerechnet wird. Bei uns im stationären Bereich ist das nicht so. Sie könnten Ihre Leistungen an der Behandlungspflege bislang nicht bei den Krankenkassen geltend machen. Würde das geändert, so das Aktionsbündnis, könnten die Pflegeheime mehr Personal einstellen. Das käme dann den Mitarbeitern und auch den Bewohnern zugute. Beim Bundestagsabgeordneten stieß dieses Thema auf offene Ohren. Deutlich wurde, dass das Thema der Behandlungspflege, gerade was die finanziellen Beitrag hier angeht, hier die Pflegeheime tatsächlich im stationären Bereich ein Problem haben. Sie leisten Dinge, wo sie gar nicht dafür entsprechende Bezahlung bekommen. So wurde es mir dargestellt und deswegen nehme ich das mit nach Berlin, lasse das prüfen und bleibe dann im Dialog hier mit Pflege im Aufbruch und gebe das dann entsprechend zurück. Neben Vorschlägen für ein durchlässigeres Ausbildungssystem und einer gerechteren Verteilung der Ausbildungskosten ging es dem Bündnis auch um das Thema Qualität. Kontrollen wie beim Pflege-TÜV seien wichtig, doch ihr bürokratischer und organisatorischer Aufwand sei enorm. Sie müssen sich das so vorstellen, dass alle Überprüfungen, die von außerhalb stattfinden, unangemeldet sind. Da steht dann in der Früh um 7 oder 9 Uhr, je nachdem, stehen einige Personen vor der Tür und binden natürlich durch die Fragen, die sie an unsere Mitarbeiter haben, auch Mitarbeiter, die für diesen Tag in der Pflege eingebunden sein sollten, sodass es durchaus notwendig ist, dass ich zusätzliches Personal heranhole. Um den Aufwand etwas kleiner zu halten und zugleich nicht immer nur nach dem vorgefertigten Fragekatalog vorzugehen, wollen sich die Mitglieder auch gegenseitig kontrollieren. Konsens des Treffens, Aktionsbündnis und Politik wollen weiter in Kontakt bleiben, damit man vielleicht in einer Modellregion Aspekte wie die Behandlungspflege weiter voranbringen kann.